einfach immer wieder Dinge, die man verbessern kann. Es gibt immer wieder Ecken, wo man anstößt und genau davon lebt so ein Workflow. Continuous Integration, immer weiter verbessern. Deswegen seht das Ganze nicht als eine eierlegende Wollmilchsau an, sondern als einen Ideengeber, als ein Proof of Concept. So kann man es machen, muss man aber nicht. Getting started. Das waren eigentlich quasi schon meine Vortragsfolien und jetzt steigen wir gleich auch richtig ein und wir setzen das Ganze mal auf. Wir stellen uns das fiktive Szenario vor. Ich kriege einen Anruf von einem Kunden, er möchte eine Webseite haben, zum Beispiel möchte er einen neuen Podcast starten über die netten Wapus und er braucht jetzt dafür eine entsprechende Webseite. Jetzt fängt eben meine Story an, wie gehe ich als Entwickler daran? Ich habe mir in diesem Zuge verschiedene Dinge zu eigen gemacht. Ich habe zum Beispiel angefangen, Vagrant zu nutzen. Wer Vagrant nicht kennt, das ist ein Tool, mit dem ich virtuelle Maschinen konfigurieren kann und wiederverwenden kann. Darüber habe ich auch selber schon einen Talk gehalten, findet ihr auf wordpress.tv. So viel müsst ihr nur wissen. Vagrant ist ein Tool, das auf VirtualBox aufsetzt und ich habe hier eine Konfigurationsdatei mir erstellt, die ich für meine Zwecke jetzt abgewandelt habe auf WordPress. Was ich eben jetzt tue, ist, ich werde Vagrant nutzen mit einigen Plugins, nämlich Host Updater und Host Manager, welches mir hilft bei den Domainverwaltungen. Ich werde WordPress installieren und das zeige ich euch jetzt einfach mal, wie ich das zum Beispiel angehe. Ich habe mir das Open Source hier auf GitHub gestellt und wenn ich jetzt ein komplett neues Projekt brauche, kann ich auf der Kommandozeile einfach sagen, ich klone mir das Projekt von GitHub. Wenn ihr Entwickler seid, sind das normale Tools, die ihr ja täglich nutzt. Gehe in diese Maschine und sage einfach nur Vagrant ab. Und jetzt werden wir sehen, die ganze Maschine bootet hoch, da ich, wenn man noch das zum allerersten Mal macht, wird jetzt Scotchbox, das ist eine Basisbox oder ein Betriebssystem, alles schon fertig gepackt, auf den setze ich auf. Das ist ein Ubuntu, das da drin läuft. Darin ist schon Apache installiert, da ist eine MySQL-Datenbank schon fertig. Da sind genau die Tools schon vorinstalliert, die wir als Entwickler brauchen. Und genau diese Schritte muss ich ja nicht jedes Mal wiederholen, sondern die möchte ich am besten automatisieren mit zum Beispiel Vagrant, was ich hier persönlich mache. Ich habe mir also diese Box gebaut, damit ich diese Schritte nicht wiederholen muss. Während das jetzt im Hintergrund lädt, gehen wir mal kurz nochmal auf die Webseite, was ich mir jetzt in den Schritt noch ein bisschen genauer angeguckt habe, ich installiere nicht nur Apache und MySQL, sondern ich habe mir auch ein paar Provisioning-Scripts geschrieben und ein paar Konfigurationen erstellt, die mir das Arbeiten mit WordPress erleichtern. Denn mein Hintergedanke war, ich möchte nicht eine VM für eine Webseite haben, sondern ich möchte auf einer VM mehrere Webseiten laufen lassen, weil meine Projekte sind generell so generisch, dass ich da nicht auf eine ganz bestimmte PHP-Version achten muss und ich muss nicht noch zusätzliche Java-Programme installieren, die der Kunde möchte, sondern bei mir ist es ein relativ einfaches WordPress-Projekt und deswegen nutze ich das aus, dass ich mir auch Ressourcen schone. Sprich, ich habe mir jetzt hier in dem Provisioning-Ordner Skripte gebaut, Shell-Skripte, die mir helfen, die bei einer Erstellung einer neuen Webseite diese langwierigen Prozesse einfach zu optimieren. Ich werde es auch gleich zeigen. Wenn ich das Passwort noch eingeben. Was es jetzt nämlich macht, es hat die Box runtergeladen und ich habe hier schon eine Domain Sample Cast Local erstellt. Die wird beim allerersten Mal laden schon automatisch für euch mit installiert. Das Skript wird diese Domain in meine lokale Hostdatei schreiben, dass ich die nachher in meinen Browser eingeben kann und es fängt an, ein WordPress-Repository runterzuladen. Es beginnt mit Composer zu arbeiten. Das sind alles Schritte, auf die ich gleich weiter eingehen werde. Es beginnt, die V-Host-Dateien einzutragen für den Apache. Es beginnt, eine Datenbank einzustellen, die Config-Datei von WordPress zu editieren. Eben diese Dinge, die man für jede neue WordPress-Seite eigentlich neu machen muss. Also habe ich mir das automatisiert
damit ich das eben nicht manuell machen muss. Was ihr jetzt seht, ist, das sind alles noch Composer-Sachen. Und das ist nämlich der zweite Schritt. Während das lädt, gehe ich schon einen Schritt weiter, um die Zeit effektiv zu nutzen. Und zwar, was diese Vagrant-Box macht, ist, sie nutzt ein weiteres Repository, was ich mir erstellt habe. Ich habe mir nämlich nicht nur Gedanken gemacht zu der lokalen Entwicklungsumgebung, für die ich ja Vagrant nutze, sondern wie kann ich auch WordPress sicher nutzen? Wie kann ich das in meinen Workflow integrieren, dass ich das nicht immer neu manuell runterladen kann? Kann ich vielleicht noch die Struktur verbessern, um das in Git zu speichern? Und was eben eines dieser Provisioning-Skripts tut, ist, hier, es greift auf dieses Repository zu, WordPress Project Template. Das WordPress Project Template habe ich ganz nah an einem Post von Delicious Brains angelehnt. Das ist eine kanadische WordPress-Firma und die haben einen sehr schönen Beitrag, einen Blogbeitrag geschrieben, wie sie erklären, wie man Composer unter anderem in WordPress-Projekten nutzen kann. Und der Link ist nachher in meinem Blogbeitrag. Was ich jetzt hier quasi mache ist, ich habe das ein bisschen aufgesplittet, mein Template, und es sieht nicht mehr wie ein typisches WordPress-Repository aus, sondern es ist ganz stark mit Composer verknüpft. Was ist nun Composer? Composer ist ein Dependency Manager für PHP. Damit kann ich Pakete laden, die andere schon programmiert haben, und kann sie mir über eine Composer-JSON-Datei einspeichern. Ja, zeige ich gleich in groß. Ganz kurz, alles klar. Composer, da trage ich dann die Dinge ein, die ich brauche, wie zum Beispiel WordPress, bestimmte Plugins, bestimmte Themes, und ich trage die einfach nur einmal ein und sie werden mir von Composer automatisch runtergeladen. Um das ein bisschen zu optimieren, um diese Git-Struktur nicht zu verwursten und nicht WordPress komplett in Git zu speichern und auch nicht die Themes und Plugins in Git zu speichern, weil das würde das Ganze nur aufblähen, habe ich das Ganze ein bisschen entkoppelt und speichere nur die Dinge in Git, die ich wirklich brauche. Jetzt nochmal ganz kurz einen Schritt zurück. Die Installation ist fertig. Was wir jetzt machen, was wir jetzt alles haben, ist, das Provisioning-Skript ist durchgelaufen, Composer ist fertig, Samplecast Local ist installiert und das wird der erste Test zur Live-Demo. Wenn alles klappt, sollte ich hoffentlich Samplecast Local aufrufen können und zack, eine WordPress-Installation ist ready. Ich kann mich hier durchklicken, meine Webseite erstellen. Na, okay, das ist schon der erste Live-Demo-Fehler. Ah, Samplecast. Admin-Passwort, bitte nicht live nachmachen. Ich mache es jetzt nur für diese Demo-Zwecke. So, mein Passwort. Somit habe ich jetzt einfach und schnell meine erste lokale Webseite schon installiert. Die Vagrant-Box läuft im Hintergrund, wie ihr seht. Ich habe meine Domain. Ich muss also nicht eine komische IP-Adresse eingeben. Und das macht mir alles Vagrant. Das ist schön, das ist komfortabel. Und genau das kann ich jetzt optimieren, was ich vorhin meinte. Wenn ich jetzt nämlich sage, ich möchte halt nicht, sagen wir Samplecast.local, das ist halt ein Testprojekt, was ich erstellt habe, aber jetzt brauchen wir ja eine Webseite für unseren Kunden, das soll ja komplett eine eigene Seite sein. Was ich eben mache ist, schauen kurz mal in die Struktur, ich habe hier meinen Config- und Provisioning-Ordner und in der Config liegt eine Datei, die heißt host.list und die enthält einfach nur in Klartext Domainnamen. Und darüber gehe ich. Das heißt, für jede Zeile, die einen Domainnamen enthält, wird ein neues WordPress-Projekt erstellt, sofern es nicht existiert. Und das zeige ich auch noch ganz kurz. Was ich jetzt eben mache, ich sage, unser Projekt heißt
apofactory.local. Ich kann auch einen Alias noch einsetzen. Über den könnte ich dann das Projekt in meinem Browser auch aufrufen. Jetzt steht das zwar da drin, aber noch ist nicht viel passiert. Was ich tun muss, ist ein Vagrant Provisioning. Das ist ein Befehl von Vagrant, damit der stößt diese Shell-Skripte nochmal an und macht genau das, was ich ihm ja gesagt habe. Wir sehen hier, Creating Directory für Vapu Factory. Und es passiert genau dasselbe, was eben im Hintergrund lief. Es erstellt wieder den Ordner, es lädt dieses WordPress-Project-Template herunter, initialisiert es, lädt Composer, das ist derzeit noch der aufwendigste Teil, dauert einfach länger, erstellt mir die Datenbank, editiert meine Config-Datei, schreibt da die lokalen Datenbankinformationen rein und wenn das alles läuft, kann ich dann gleich auch über vapufactory.local drauf zugreifen. Gerade läuft es noch nicht, jetzt ist noch nicht alles geladen. Warten wir kurz ab nochmal. Simsalabim, es läuft. Und ich kann jetzt nun für meinen Kunden anfangen, WordPress lokal zu entwickeln. Das ist schon mal ein ganz angenehmer Schritt und somit habe ich mir den ersten Teil meines Workflows schon mal optimiert, dass ich schnell und einfach eine neue Webseite erstelle, um Kundenlösungen zu erstellen, lokal zu entwickeln, dass ich mir einfach bequem auch was ausprobieren kann. Das heißt, wenn ich ein neues Plugin zum Beispiel programmiere oder nur was ausprobiere, ein drittes Plugin review, zack, ein Befehl, fertig und ich habe eine neue Webseite, die nichts anderes behindert. Das sind so die ersten zwei Schritte. Ich habe nun mein WordPress hier. Ich habe im Hintergrund, wir können kurz mal reinschauen, ich habe nun Samplecast Local, Vapu Factory. Das sind meine Projektordner. Und da habe ich genau diese Struktur, die wir eben im Git sehen. Ich habe meine Composer-Datei, ich habe ein Deploy, das ist der letzte Schritt, den ich euch zeige. Ich habe eine Local-Config-Datei. Die wird nicht in Git gespeichert. Da stehen meine lokalen, Datenbankinformationen drin. Die haben nichts irgendwo online zu suchen, hätten sie auch eh keinen Zweck, aber für mich lokal schalte ich halt, brauche ich diese Datenbankinformationen, schalte mir das Debugging ein, alles easy peasy. Ihr seht einen typischen Vendor-Ordner für einen Composer, falls ihr mit Composer bereits gearbeitet habt. Und nun möchte ich euch kurz zeigen, wie das nochmal genauer aussieht. Dazu wechsle ich mal in PHP Storm und zeige euch verschiedene Dateien, die das Projekt definieren und was ich mir dabei gedacht habe. Denn wenn ihr schon mit Composer vertraut seid und mit WordPress, das habe ich auch eben schon angesprochen, nein, das ist nicht das Projekt, was ich laden will. Also wenn ihr schon bereits mit Composer und WordPress gearbeitet habt und Dinge in Git versioniert, ist die goldene Regel, ich versioniere eigentlich nur das, was sich wirklich ändert. Sofern ich etwas Fremdes über Composer lade, sollte ich es nicht in Git speichern. Denn das würde einfach nur mein Projekt aufblähen und braucht ja keiner. Also der Code liegt ja schon irgendwie. Also der erste Gedanke, ich muss irgendwie den WordPress-Core außerhalb meiner Git-Struktur verwalten. Ich möchte die Plugins und Themes nicht in Git haben, die ich ja über das Repository von WordPress.org laden kann. Wie mache ich das? Und das läuft über verschiedene Wege. Composer als erstes, da habe ich mein Require-Objekt drin und da schreibe ich meine Dinge rein. Ich lade zum Beispiel WordPress direkt runter. Anmerkung, das ist nicht ein offizielles WordPress.org Repository vom Core, sondern JP Bloch, ein Entwickler, hat auf GitHub ein Repository erstellt, das alle 15 Minuten WordPress synchronisiert mit GitHub. Und somit kann ich nun
über Composer das mir laden und kann sogar eine Version hier angeben. Ihr seht, hier steht jetzt gerade 4.3. Wem es aufgefallen ist, hier steht nämlich schon Update verfügbar. Und genau das ist der Clou, den ich darin sehe, oder der Vorteil, ich kann nun einfach Versionen bestimmen, die für mein Projekt wichtig sind. Beispiel, ich sage jetzt hier, ich möchte Version 4.5 haben, nämlich das aktuelle. Wie das gleich im Update aussieht, kommen wir zu. Als nächstes sehen wir hier WP Packages Theme und Plugin. Wem das noch nichts sagt, ganz kurz. Es gibt offiziell das packages.org Repository. Da findet ihr alle Composer-Projekte drin, die ihr laden könnt. Da findet ihr aber keine WordPress-Sachen, also nicht die Plugins und Themes. Aber die Entwicklergemeinschaft ist schlau und hat WPackages erfunden. Dort könnt ihr alle freien Themes und Plugins, die ihr auf WordPress.org findet, über Composer laden. Beispiel Jetpack. Guckt, tut ihr rein, das ist ein Plugin, der Name ist Jetpack, hier sind verschiedene Versionen und jetzt kann ich einfach diese Zeile nehmen, in meinen Composer laden und das wird mitinstalliert. Was ich zum Beispiel gerne nutze beim Debuggen, ist Debugbar. Das ist ein Plugin, das hilft mir einfach, um bestimmte Statusnachrichten zu bekommen. Die Zeile kopiere ich mir. Und jetzt kommt der erste Knackpunkt. Ich möchte, wenn ich das Require habe, nicht mein Debugbar hier reinschreiben. Ich kann das tun, das funktioniert, aber das würde später zu einem Problem laufen. Also einem kleineren Problem. Nämlich Debugbar war ein Plugin, das ich nicht in einem Live-System verwenden sollte oder aktiviert haben sollte, sondern nur lokal verwenden möchte, soll auch nur lokal bleiben. Und das kann Composer auch, nämlich es gibt ein Require Dev. Ich sage einfach hier, lad mir Debugbar. Was das tut ist, Composer lädt mir Debug nur in meiner lokalen Entwicklungsumgebung und nicht live. Das werden wir später sehen. Dasselbe funktioniert mit Themes. Und ganz wichtig ist, unter Extras könnt ihr dann auch bestimmte Installer-Paths machen. Und da schließt sich der Kreis, wie schaffe ich es, bestimmte Dinge in Git nicht zu speichern. Und das mache ich nämlich so, dass ich bestimmte Pfade angebe und sage, hier installiere mir doch bitte WordPress in einen bestimmten Ordner, zum Beispiel public wp. Würde ich das nicht machen, würde WordPress, also hier oben das jpploch WordPress Repository, würde mir später in dem Wendeordner auftauchen, aber dann nutzt es mir herzlich wenig. Deswegen ändere ich den Pfad hier und es wird hier gespeichert unter public wp. Dieser Ordner enthält komplett WordPress, wie ihr es kennt und runterladen könnt. Aber diesen Ordner kann ich komplett ignorieren, weil der wird ja immer wieder runtergeladen, falls sich was ändert. Was ich zudem mache, also oder stattdessen, ich versioniere eben nur das, was ich brauche. Und das liegt in der Regel im WP-Content-Ordner. Das heißt, ich habe mir WP-Content. Ihr seht, hier ist der auch drin, standardmäßig, aber den verwende ich gar nicht. Ich habe nämlich in der Config-Datei angegeben, dass der WP-Content-Ordner woanders liegt und kann somit genau sagen, hey, bitte versioniere mir das 2016 Child-Theme. Das ist nämlich ein fiktives Child-Theme, was ich mir selber programmiere für meinen Kunden, das nicht im Repository liegt, aber versioniere nicht 2015 und 2016, denn diese werden über Composer geladen. Machen wir schon mal ganz kurz mal an. Wenn ich jetzt Composer Update sage, wird Composer die Änderungen sehen, wird merken, alles klar, ich habe WordPress 4.3 gerade installiert, aber in meiner JSON-Datei steht 4.5, alles klar, updaten. Und in Require Dev haben wir eben die Debugbar installiert, die wird jetzt auch noch mit installiert. Während das durchläuft, schauen wir kurz mal weiter. Es gibt natürlich noch weitere Ordner, die wir beachten müssen, gerade Languages und Upgrades oder Uploads, ganz wichtig. Das sind auch Ordner, die ich nicht versioniere, weil die ändern sich vor allem sehr schnell und meine lokale Entwicklung ist selten synchron mit dem Upload-Ordner von Live-System, das der Kunde dann nutzt, also nicht versionieren. Dafür gibt es andere Dinge. Was ich in meinem Template noch tue, ist, ich trenne die Datenbankinformationen.
Datenbankinformationen, also generell Passwörter und Nutzerdaten niemals in einem Git-Repository speichern, auch wenn das privat ist, ganz schlechte Idee. Deswegen wird zum Beispiel localconfig auch komplett ignoriert. Das braucht nämlich keiner in meinem Git-Repository, das brauche nur ich lokal. Und genauso muss ich irgendwo auch die Daten von meinem Live-System eintragen. Das brauche ich nicht lokal, das brauche ich live. Und was in der WP-Config hier steht, die wurde ein bisschen angepasst. Es checkt, ob eine Production-Config vorhanden ist. Diese Production-Config enthält die Zugangsdaten zu meiner Live-Datenbank. Wenn nicht, greife auf die lokale Config zurück, weil dann bin ich auf meiner lokalen Maschine. Also ihr findet in meinem ganzen Projekt keine Production-Config. Diese Datei werde ich später, wenn ich das allererste Mal die Webseite live schalte, auf meinem Server erstellen und an einen Ort auch nur verlinken, wo WordPress drauf zugreifen kann. Also, wir haben jetzt Composer geupdatet. Ihr seht Removing WordPress 4.3.3, Installing 4.5. Er hat sogar Themes aktualisiert, hat noch ein paar andere Dinge aktualisiert und hat mir sogar Debugbar installiert. Schauen wir, ob das auch stimmt. Was jetzt als erstes passiert ist, eine Datenbankaktualisation. Von 4.3 auf 4.4 gab es nämlich eine Änderung in der Datenbank. Einfach aktualisieren, fertig, alles easy peasy, klasse. WordPress läuft und mein Plugin, Debugbar und Hello Dolly sind da. Jetzt kann ich die aktivieren, die brauche ich nämlich für mein Projekt. Ganz besonders Hello Dolly. Und unter Designs haben wir kein neues Theme hinzugeladen, aber 2015, 16 sind drin, ein Schalt-Theme ist drin, könnt ihr es jetzt auch aktivieren. Das Schalt-Theme ist übrigens im Template-Project schon drin, das habe ich einfach nur als Beispieldatei mit reingetan, kann man auch einfach löschen. Also das bekommt ihr schon automatisch mitgeliefert, falls man es braucht. Und meine Webseite läuft lokal, alles super, cool. So, schauen wir mal weiter. Was haben wir bereits? Wir haben das Template, wir haben die lokale Entwicklungsumgebung, wir haben Composer uns angeguckt. Jetzt ist natürlich die große Frage, ich entwickle so vor mich hin, ich habe mein Schalt-Theme angepasst für den Kunden, er ist happy, ich habe meine Plugins-Sachen alle installiert. Wie geht es jetzt weiter? Was passiert damit? Und da gehe ich nun den Weg, dass ich ja über Git das Ganze speichere und ich nutze dazu GitLab. GitLab ist wie GitHub auch ein Git-Repository-Hoster. Könnt ihr kostenlos euch auch anmelden. Das ist jetzt einfach nur als Info, ist ein anderer Hoster wie also GitHub, GitLab, Bitbucket, das sind so typische Namen, die man meistens hört. Macht dasselbe wie GitLab mit dem einzigen Vorteil, den ich sehe, ist, ich kann unendlich viele private Repositories erstellen, was mir hilft, denn ich möchte meine ganzen Kundenprojekte nicht in Public Repos versionieren. Also hat ja nichts dazu suchen. Also ich habe mir jetzt zum Beispiel hier Wapo Factory schon angelegt, ein Repository. Da ist jetzt noch nichts drin. Was machen wir? Wir nehmen das einfach, setzen unseren Origin, Mode, at Origin, fertig. Und können jetzt loslegen, schon das Ganze in unserem GitLab zu versionieren. Das mache ich jetzt einfach mal ganz stupide und sage einfach git add all. Normalerweise würdet ihr das ja schöner machen, aber wir sind ja jetzt hier faul. Entwickler sind faul übrigens, deswegen automatisieren wir auch alles. Ich habe Dinge gespeichert und kann nun über commit Ganze committen und auf unseren GitLab-Server schieben. Das Ganze werdet ihr, das war doch so typisch.
Einen Moment. Was hat SSH-Keyword hinterlegen? Habe ich bereits getan im Vorfeld. Aber er ist nicht im Agent drin. Das könnte es sein. Ne? Ihr seht Live-Demo. Ist klar. Jetzt muss ich aber wieder Git finden. HTTP funktioniert ja nicht. Und da. Unter Stress coden ist nie eine gute Idee. Wir haben vorhin im Vorfeld überlegt, ob es bei Live-Demos eigentlich auch Vorteile gibt, weil die gehen ja immer schief. Den einzigen Vorteil, den ich sehe, ist, dass Zuschauer sehen, dass auch Programmierer, die hier vorne stehen, Fehler machen. Und plötzlich fühlt man sich viel besser. Remote remove origin. Fügen wir den nochmal hinzu. Remote add origin. Spannend. Yay! Klasse. Gut, also wir haben das Ganze jetzt schön auf unserem GitLab drin. Wir schauen uns ganz kurz nochmal die Fallstruktur an, damit das klar wird. Local Config würde man natürlich nicht abspeichern oder so Sachen. Wie gesagt, das war jetzt einfach nur testerhalber. Aber was wichtig ist, unter Public seht ihr jetzt keinen WP-Ordner, weil den laden wir über Composer. Ihr seht einen WP-Content-Ordner, allerdings sind dort drin nur die Dinge, die ich wirklich brauche, nämlich zum Beispiel das 2016-Child-Theme. Keine normalen Themes, keine Plugins, die ich über das Repository lade, nur die Dinge, die ich wirklich explizit möchte. Wie ich das kontrolliere, ist über eine git-ignore-Datei, dass ich sage, alles klar, bitte ignoriere komplett erstmal den Themes-Ordner und ich sage dann nochmal in einem zweiten Schritt, bitte versioniere aber mein Child-Theme. Dasselbe mache ich mit für Plugins oder und für andere Dinge. Also ich muss explizit das in meine git-ignore-Datei reinschreiben, was ich wirklich versionieren möchte, um diesen Schritt eben zu kontrollieren. Ich sage, ich möchte eben die Dinge über Composer auch explizit laden. So, wir haben also unsere Sachen auf GitLab liegen. Da steht jetzt nur, sind genau die Informationen drin, die ich brauche und kann nun zum Beispiel mein Child-Theme editieren. Was weiß ich, da ändere ich zum Beispiel bestimmte Farben und ich ändere das oder ich könnte auch das komplette Theme ändern und das wird ja alles in der Composer-Datei gespeichert. Ich werde jetzt zum Beispiel mir ein anderes Theme runterladen, das heißt Editor. Holly Dolly nehme ich jetzt auch mal beispielhaft raus, dass ihr das nochmal sehen. Was ich eben dann mache, ist, ich werde mir das Child-Theme einmal kopieren. Und ich werde mir gleich im selben Schritt ein Child-Theme für Editor erstellen, weil zum Beispiel mein Kunde möchte lieber dieses Theme verwenden oder ich habe es ihm eben vorgeschlagen. Aber die Änderungen mache ich natürlich nicht am Theme selber, sondern in einem Child-Theme. Trage ich jetzt einfach Editor Child-Theme ein. Das Template wird Editor sein, die Textdomain wird Editor sein und ich muss jetzt ein Composer-Update nochmal laufen lassen, damit Composer wieder die Dateien ändert, die Dateien runterlädt, wie zum Beispiel das Editor-Theme und es löscht mir gleichzeitig die Themes raus, die ich nicht mehr verwende und auch das Plugin, das ich nicht mehr verwende und das kann ich dann, das ist die falsche Seite, könnte ich jetzt dann über Themes mir wieder aktivieren. Und anpassen. Editor Child Theme aktivieren. Wunderbar. Läuft. Das Child Theme ist da. Ich kann jetzt ändern und programmieren. Das Ganze werde ich mir jetzt dann wieder, schauen kurz rein, wie ihr seht, Composer JSON und die Logdatei auch immer mit versionieren. Dann werde ich mir jetzt committen. Laden wir auf unseren GitLab-Server und
der Spaß ist online und kann später beim Deploy verwendet werden. Gut aufgepasst, sehr gut. Denn wir müssen es natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, auch explizit erlauben. Da ist es. Da ist es. Editor Child Theme wird jetzt auch mit versioniert. Genau, richtige Anmerkung. Wir müssen natürlich, wie gesagt, genau die Dinge auch zulassen, damit das auch funktioniert. Das wird jetzt wieder auf den Server gepusht und ich als Entwickler bin glücklich, habe meine Arbeit getan. Allerdings der Kunde sieht davon noch nicht viel. Und damit kommen wir quasi eigentlich nun zum vorletzten Schritt, nämlich das Deployment. Deployment heißt, dass ich als Entwickler das Ganze jetzt, mein fertiges Projekt, packe und auf einen Server schiebe, wo es dann online zu sehen ist für die Kunden, für die Welt und für die Weltherrschaft. Wie kriege ich das auf diesen Server? Als Erste, ich baue auf SSH, also ich nutze ein Deployment-Tool, das SSH verwendet und habe das nicht über GitHooks gemacht, wie viele das tun, sondern ich mache das lieber auf meinem Rechner und habe mir dafür ein Deploy-Skript geschrieben. Gründe dafür sind reine Willkür. Ich habe es gerne, ich wollte das gerne das Tool mal ausprobieren und habe es echt schätzen gelernt und das Tool, was ich meine, ist Deployer. Deployer.org ist ein Open-Source-Tool, das auch in PHP geschrieben ist für Deployments. Wer Capistrano kennt, das ist in Ruby geschrieben, oder Shibit, welches ein Node-Plugin ist, ist sehr ähnlich dazu, hat größtenteils dieselben Funktionen und man kann damit schön deployen. Und genau das habe ich mir auch in meiner Composer.json hinterlegt. Hier, Deployer, um es gleich nutzen zu können. Also, schauen wir nach. Was ist das Ziel? Ich habe jetzt bereits meinen Webserver schon so weit vorgerichtet. Ich habe für die Demo, schau mal kurz rein. Oh, das ist klein. Okay, schauen wir so rein. NBG. Ich habe mir bereits einen Testserver eingerichtet, der schon läuft. Ihr könnt es auch hoffentlich alle live nachprobieren, denn über folgende Domain würde man das jetzt sehen. wcnbg formalhaut über space.de. Einfach jetzt Demo-Zwecken. Da steht einfach nur eine reine Index.html drin, mehr nicht. Also unser Ziel ist, über diese Domain unsere Webseite nun verfügbar zu machen. Was mache ich? Ich werde Deployer nutzen, um diesen Deploy-Prozess anzustoßen. Der Deployer wird automatisch mein Git-Repository von GitLab runterziehen. Klammer auf, dazu muss der Webserver natürlich auch Zugriff auf GitLab haben, SSH-Keys nur als Anmerkung. Wenn Git runtergeladen ist, wird Deployer den Composer-Prozess anstoßen, es wird Shared-Ordner anlegen, es wird Dateien verknüpfen und die Webseite wird online sein. Und das in einem Deployer-mäßigen oder in einem schönen Deployment, dass ich auch Rollbacks machen kann, was im Anschluss passieren wird. Also, ihr findet in diesem Projekt-Template auch ein Deploy-Skript. Das habe ich mir jetzt angepasst für meinen Hoster. In diesem Fall ist es zufälligerweise Überspace. Und mache da Folgendes. Ich trage mein Repository ein. Weltview Factory. Das ist der Link, auf den gerade GitLab zeigt. Ich habe meine Shared Files erstellt. Hier taucht wieder die mysteriöse Production Config auf, die wir ja nicht im Repository sehen, sondern später nur live. Ich erstelle Shared Directories und mache die schreibbar, wie zum Beispiel Uploads und Languages. Was heißt das? Das sind Dateien und Ordner, die ich über verschiedene
Deployments verwenden möchte. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ich einen Deploy-Prozess anstoße, werden diese Schritte ausgeführt, die ich eben genannt habe. Git wird heruntergeladen, Composer wird installiert und so weiter und so weiter. Wenn ich das aber ein zweites Mal mache und ich habe nicht diese Ordner verlinkt, dann wird komplett der Upload-Ordner leer sein. Die Languages, die ich vielleicht hinzugefügt habe, werden weg sein. Ich müsste eine neue Production-Config anlegen, weil die werden ja nicht in mein Git-Repository gespeichert, sondern die habe ich ja nur einmalig auf meinem Server. Und das jedes Mal manuell zu kopieren, wäre natürlich doof. Deswegen gibt es sogenannte Shared Directories. Die werden für jeden Deploy-Prozess geteilt. Jedes Mal, wenn ich ein Deployment neu anstoße, greift der aktuelle Release auf dieselben Dateien wieder zu. Was natürlich den Kunden freut, weil bei einem Update sind seine Bilder nicht weg. Die ganzen Informationen für das SSH und den Zugriff habe ich in einer YAML-Datei hinterlegt. Die sieht beispielhaft so aus. Die hat zum Beispiel einen Namen, das nenne ich jetzt mal beispielhaft WAPU, hat einen Host, hat einen Username, Identity-Files, man könnte es auch mit Passwort machen, ein Deploy-Path, wo es also auf den Server hincommitted wird. Ich kann Stages verwenden, also ich sage zum Beispiel Production oder Dev, wie auch immer, wenn ich verschiedene Phasen habe. Und so kann ich das ein bisschen besser konfigurieren. Ich finde diese YAML-Datei übersichtlicher. Man kann es auch noch mit einem Agent lösen oder man könnte es auch alles hier in eine PHP-Funktion nutzen, um das in ein Objekt zu schreiben. Ich finde es so übersichtlicher, aber das sind alles Geschmackssachen. Was ich nun speziell noch angepasst habe, ist, ich habe mir einen Task erstellt. Ein Task, der heißt Deploy. Wenn ich diesen Task nun aufrufe, werden diese Unterschritte absolviert. Das sind deckt sich genau mit den Dingen, die ich eben gesagt habe. Es lädt über Git meinen Code runter. Es wird Composer initialisiert, es werden die Shared-Dateien und Ordner verlinkt und es wird ein Symlink erstellt für den Release. So, schauen wir mal nach, ob das auch wirklich klappt. Ich habe, wenn ihr das allererste Mal das Projekt nutzt, findet ihr die ausführbare Datei im Vendor-Ordner unter bin deb für Deployer. Ich habe es mir inzwischen einfach schon ein Alias gesetzt, deb. Deploy, das ist der Taskname, und WAPU für den Server. Deployer verbindet sich nun über SSH auf den Server, bereitet das Ganze vor, erstellt temporäre Directories für den Release, lädt nun den Git-Code herunter, wird gleich den Composer-Prozess anstoßen und das Ganze dann abschließen. Shared Dateien. Symlink. Fertig. Unsere Webseite ist auf dem Server. Schauen wir mal nach. Irgendwas fehlt hier. Das ist natürlich der allererste Deploy. Der allererste muss natürlich ein bisschen noch vorbereitet werden und da schauen wir jetzt mal kurz auf den Server. Was ich gemacht habe, ist, ich habe das Repository in einen bestimmten Ordner verschoben. Der liegt jetzt in diesem Pfad, zum Beispiel, weil der Hoster hat den mir halt so vorgeschrieben. Und da findet ihr HTML. Im HTML-Ordner seht ihr die Index-Datei, die genau das hier aufruft. Aber ihr seht nun auch wapufactory.de. Den Ordner habe ich nämlich angegeben. Und jetzt müssen wir irgendwie den Server klar machen, dass die Dateien, die ich will, auch in diesem Ordner liegen. Schauen wir kurz mal rein. Hier findet ihr nicht direkt die Git-Dateien, sondern eine eigene Deploy-Struktur. Ihr findet einen Symlink für Current und dieser Current zeigt immer auf den letzten Release. Das hat den Vorteil. Wenn ich einen neuen Deploy-Prozess anstoße, einen neuen Release mache, können Fehler auftreten. Warum auch immer, irgendwo fehlt ein Semikolon oder die Farbe gefällt den Kunden doch nicht und das ist natürlich so kritisch, dass wir sofort zurückgehen müssen. Das erleichtert uns nun die Arbeit mit diesem Link, dass ich einfach diesen Link ändere und wir haben die letzte Version online. Im Shared-Ordner, also im Release-Ordner, findet ihr dann die ganzen verschiedenen Releases. Das können wir spaßeshalber mal reinschauen. Da finden wir natürlich jetzt erstmal nur einen
Ordner, weil das der allererste Deploy war. Und ihr findet unter Shared die Dateien, die ich in meinem Deployment angeschrieben habe. Also, mal kurz reinschauen, genau diese Dinger hier oben. Ich könnte das für euch, warum hat das nie einer gesagt? Ich kann das Ganze auch groß machen, dann könnt ihr es viel besser lesen eigentlich. Also, ich kann, Deployer hat mir das Production Config erstellt, hat Ordner erstellt und diese liegen nun in meinem Server hier zur Verfügung. Die ändern sich auch nicht, nur wenn ich es speziell sage oder anstoße, damit ein Release immer darauf zugreifen kann. So, jetzt ist eben die Frage, wie kriege ich das halt umgestellt, dass der Server darauf zugreifen kann? Ganz einfach, ich mache mir gerade mal vom HTML ein Backup, denn Backups sind wichtig, und erstelle mir nun einen symbolischen Link, der auf Current zeigt und nenne den HTML. Unser Hoster guckt nämlich in den HTML-Ordner, ob da irgendwas Ausführbares ist und ruft es dann dementsprechend auf. Wenn ich jetzt Refresh drücke, wird es immer noch nicht funktionieren, denn der Deploy-Prozess hat zwar eine Production-Config angelegt, aber die ist leer. Woher soll er das nämlich auch wissen? Ich habe eine Production-Config mal vorbereitet, die kopiere ich jetzt einfach hier rein. Da sind die Datenbankinformationen drin, kein Debug ist angeschaltet, das wollen wir ja live nicht. Und wenn wir das Ganze aktualisieren, bam, ich kann nun meine Webseite halt schön wieder einrichten und die ist live verfügbar. Also wenn ihr jetzt schneller seid als ich, könnt ihr euer eigenes Passwort eintippen. Ich war anders, live natürlich. Die Webseite ist jetzt online, der Kunde ist zufrieden, kann sich seine Sachen, kann die nun nutzen. Sicherlich würde ich jetzt halt, was wir jetzt noch machen müssten, ist das Theme aktivieren, nämlich unser liebes Child-Theme, was wir im Git extra gespeichert haben, das ist hier. Wir könnten unsere Plugins aktivieren. Lädst du? Wie wir sehen, sehen wir nichts. Ja, ganz einfach, nämlich, wo ist PHP Storm? Da ist PHP Storm. Ich möchte Composer haben. Composer. Die da. Wie wir sehen, haben wir nämlich in Require keine Plugins vorgegeben. Ich habe lediglich ein Plugin in Require Dev gemacht, aber bei meinem Deploy-Prozess ist es so schlau, dass ich eben nicht die Dev-Installationen hinzufüge. Deswegen haben wir gerade auch keine Plugins zu aktivieren. Aber soweit so gut. Unser Kunde ist zufrieden. Was wir jetzt noch machen in den letzten Minuten ist, ich möchte euch noch einen Rollback zeigen. Und das ist genau der Punkt, den ich von Anfang an auch im Kopf hatte, warum ich so einen Workflow überhaupt mir entwickelt habe. Ich möchte nun nämlich, das stellen wir uns vor, der Kunde ruft entblößt an, ich muss unbedingt sofort diese Change haben. Die Webseite muss so aussehen, weil es ist ganz wichtig. Alles klar, das ist ganz wichtig. Wir machen so, wir machen alles möglich von Family, sagen Comic Source, das ist important. Wir testen das nicht, nämlich wir sind ja so gute Programmierer, wir brauchen das gar nicht testen. Git add sofort. Der Kunde braucht es. Los. Zu viele? Ah, verdammt. Git push. So, das wird jetzt auf unseren GitLab wieder geladen, die wichtige Änderung. Und im Anschluss mache ich einen neuen Deploy
Der Deploy wird genau wieder dasselbe tun. Er wird das Git Repository runterladen, wird mir alle Composer Packages installieren. Komplett WordPress komplett auch nochmal neu runterladen. Ja, gute Anmerkung, komme ich ganz am Schluss nochmal drauf zu. Ich stoße das kurz an. Während das jetzt durchläuft, genau, die Frage war, oder die Anmerkung, bei jedem Deployment wird mein komplettes Composer runtergeladen. Also das komplette WordPress wird nun erneut heruntergeladen, in einen neuen Ordner gepackt, es werden die ganzen Plugins neu geladen. Das hat birgt zwei Probleme oder Optimierungsfälle. Erstens, warum muss ich WordPress jedes Mal neu herunterladen? An Core hat sich ja nichts geändert. Zweitens, es behindert einfach den Datenfluss. Also jedes Mal dauert dieser Deployment-Prozess lange, wenn vor allem viel geladen wird. Deployer selber, die arbeiten gerade effektiv daran, das zu optimieren, und in Zukunft werden Dateien geshared, die sich nicht geändert haben. Das heißt, wenn sich jetzt zum Beispiel die Plugins, die Themes, die ja schon installiert sind, die werden nicht nochmal über Composer neu geladen oder im Git-Repository neu gespeichert. Das würde Deployer automatisch aus einem vorigen Release sich holen, weil die haben sich nicht geändert, um diesen Prozess zu optimieren. Wir könnten natürlich genauso gut sagen, wir legen den WordPress-Ordner, den WP-Ordner, in unseren Shared-Ordner raus. Somit würde der auch nur einmal geladen. Somit könnten wir sogar Speicherplatz auf unserem Server sparen. Okay, die Änderung ist live. Oh nein, was ist das? Das ist ja schrecklich. Bevor der Kunde das natürlich merkt, nämlich das Schlimmste ist, dass irgendeine Änderung fehlgegangen ist. Wir sehen hier oben keine Icon-Fonts mehr. Oh, ganz schnell zurück. Rollback. Wapu. Bam. Alles wieder beim Alten. Das ist die Magic von Rollbacks. Und genau deswegen fand ich das Tool so interessant und wollte das mal ausprobieren. Ich kann nämlich so einfach, ohne zu zögern, schnell die letzte Version mir zurückholen, jetzt nochmal in Ruhe einen Bugfix machen und dann neu deployen, und hoffentlich geht dann alles gut. So sieht meine Struktur aus. Ich habe quasi euch alles gezeigt, was jetzt gerade aktiv ist. Das Ganze ist ein Proof of Concept und es gibt viele Dinge, wo man noch dran arbeiten kann. Und es gibt zum Beispiel Dinge wie die WPCLI oder eine Datenbankmigration, die ich bis nicht in meinen Workflow beachtet habe. Werde ich in Zukunft noch tun, falls ihr das vermisst habt. Und ihr findet alle meine Sachen über diesen Link könnt ihr Links zu allen Projekten finden, die ich heute erwähnt habe. Das ist mein Workflow. Vielen Dank fürs Zuhören. Hat jemand Fragen? Eine Frage. Benutzt ihr letztendlich die Virtual Box im Hintergrund eigentlich nur für den Apache und Firefox? Die Frage war, ob ich die Virtual Box im Hintergrund, die Vagrant ja aussetzt, nur für Apache und MySQL nutze. Im Endeffekt, ja, genau. Weil du beides eigentlich lokal hast. Ich habe beides lokal, das stimmt, aber ich möchte das trotzdem trennen, weil mir diese Kopplung gefällt. Das heißt, wenn ein Projekt abgeschlossen ist, kann ich diese virtuelle Maschine einfach mit einem einfachen Command löschen und alles ist weg und keine versteckten Dateien haben sich irgendwo versteckt und ich muss die nochmal einzeln löschen. So habe ich eine klarere Trennung drin und eine virtuelle Maschine ist auch nicht so groß. Also wir sprechen hier meistens so vielleicht von einem Giga oder 2 Gigabyte. Doch schon. Die Frage war, wo ich einen Datenbank-Export vor dem Deploy, oder? Ja, vor dem Deployment, also bevor man jetzt meinetwegen WordPress aktualisiert oder neue Plugins, die
es kann ja immer ein bisschen passieren. Das heißt, man zieht erstmal ein Backup der Datenbank. Wir haben dafür einen separaten Server, aber das ist mit dem Deployment-Prozess nicht sehr schön integriert. Also, wo würdest du das für die packen? Also, zur Wiederholung. Wo würde ich quasi den Datenbank-Export als Backup von einem Deploy machen? Wie würde ich das angehen? Das ist ein Gedanke, mit dem ich spiele. Und zwar würde ich genau deswegen die WPCLI nutzen, mit der ich ja viele WordPress-Dinge machen kann. Und ich persönlich bin ein Fan von dem kostenpflichtigen Plugin WP Micro DB Pro von Delicious Brains. Ein tolles Plugin und die haben auch eine WPCLI-Anbindung. Du kannst mit Deployer alle Commands ausführen auf dem Server über einen Taskrunner, nicht einen Taskrunner, sondern über einen Run-Command und damit könnt ihr auch WPCLI anstoßen und sage, hey, bevor du irgendwas machst, mach als erstes einen Datenbank-Export, schmeiß mir das in dieses Directory, mach dann den ganzen Deploy-Prozess fertig. Wenn irgendwas passiert ist und ich mache einen Rollback, könnte ich meinen Rollback-Command auch einfach noch ein bisschen anpassen und sage, mit einem Rollback machst du nicht nur den symbolischen Link woanders hin, sondern du ziehst dir auch automatisch das Backup von dieser bestimmten Stelle und ziehst es in die Datenbank rein. Ja, nur wo liegt das Backup? Also liegt das jetzt in den alten Releases drin oder in einem separaten? Das kannst du ja selber definieren. Ich würde es nicht in die Releases reinlegen, weil das ist ein Public-Ordner, der rein theoretisch sollte die Datei nicht aufrufbar sein, aber generell, was nicht aufrufbar sein sollte, immer irgendwie absichern. Und wenn die Datei nicht von dem System genutzt wird, von WordPress explizit, würde ich sie in ein eigenes Directory legen. In den in einem var-Unterordner auf deinem Server. Ich würde sogar so weit gehen und sage, ich ziehe mir die Dumps und lege sie in einem dritten Server hin, damit, falls der Server selber down ist, habe ich trotzdem meine Backups zur Verfügung. Langsam und schwierig zu verstehen, wenn jemand neu dazukommt, wo der ganze Krempel ist. Also ich bin damit nicht sehr zufrieden. Wir haben es mit dem dritten Server, aber es ist... Ja, also die Anmerkung war, dass doch schon nicht sehr zufrieden ist mit dieser dritten Lösung, dass ein dritter Server, die hinzugezogen wird, damit die Datenbank Backups dort liegen. Ich sehe aber gerade auch keinen optimierteren Weg. Müsste ich mehr Gedanken machen. Habe ich jetzt gerade nicht verstanden, die Frage. Also du hast ja deinen Ordner /wp, wo deine lokale WordPress-Installation ja. ist. Und darunter den /wp-Content, wo auch dein Team, mit dem ja. du arbeitest. Ja. Wie greift der /wp-Ordner auf den /wp-Ordner? In meiner Config-Datei habe ich mit dem Content-Dir und Content-URL, da kannst du das eingeben. Das sieht dann nämlich folgendermaßen aus. Das war die letzte Frage. Ich bedanke mich. Alle. Wir müssen leider hier schließen, weil die nächste Session ankommt. Alle Anmerkungen bin ich draußen für euch zur Verfügung. Danke.